Ja, fantastic, fantastic, ja. Ja, fantastic. Yo, Home Dogs and Girls. Na, alles Töfte bei euch? Heute habe ich mal wieder ein paar Fakten für euch ausgegraben, die irgendwie noch sinnloser sind als sonst immer. Und es geht um Bier. Aber seht einfach selbst. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß! Eine Studie hat herausgefunden, dass Menschen, die gerne bittere Nahrungsmittel wie zum Beispiel schwarzen Kaffee oder Bier mögen, eher dazu neigen, Psychopathen zu sein. Was? Dieser Fakt will mir sagen, dass ich ein Psychopath bin, nur weil ich Bier und schwarzen Kaffee mag? Das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Chris, du magst doch gar keinen schwarzen Kaffee. Ach ja, stimmt. Glück gehabt. Die buddhistischen Lehren besagen nicht eindeutig, ob man gutes oder schlechtes Karma sammelt, wenn man eine Katze kastriert. Natürlich schlechtes, ihr Pisser. Einen kastrierten Esel nennt man Macker oder Knilch. Na, du Knilch. Ich bin Knilch. Sag, wo spinnst du? Als ob ich eine hohe Stimme hätte. Verdammt! Als Kulisse des Maschinenraums des letzten Star Trek Films von 2009 diente die Bierbrauerei von Budweiser. Trinke lang und in Frieden. In Liverpool dürfen Verkäuferinnen nur dann oben ohne arbeiten, wenn sie in einem Tiergeschäft arbeiten, in dem tropische Fische verkauft werden. Was? Was haben denn das tropische Fische mit... Egal, vergesst es. Ich verstehe das nicht! Die Pathologie in Wien befindet sich in der Sensenstraße. Hey, das ist witzig! Gutes Wortspiel! Gutes Wortspiel! Gutes Wortspiel! Zwei Drittel aller Menschen halten die Nase beim Küssen rechts. Ich gehöre zu dem einen Drittel. Ich bin ein Hipster. Laut einer amerikanischen Studie werden Limonen für unsympathisch, Zwiebeln für dumm und Pilze für Streber gehalten. Irgendwie sind die Fakten heute viel sinnloser als sonst, aber okay, ich hab sie herausgesucht. Händewaschen verringert nachgewiesen die Zweifel nach schwierigen Entscheidungen. Ah, ich kann mich nicht entscheiden, was ich tun soll. Ah, ich hab's. Erstmal Hände waschen. Jetzt weiß ich, was ich tun soll. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich weiß es. Ich werde heute keine Hände waschen. Verdammt! In Frankreich ist es verboten, ein Schwein Napoleon zu nennen. Ich nenne dich Napoleon 1 und Napoleon 2. No. Oh. Das älteste Rezept der Welt ist das für Bier. Bier, 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 Bier. Bierfakten sind toll. SpongeBob und Patrick sind theoretisch gar keine Nachbarn, weil Thaddäus zwischen ihnen wohnt. Aber Thaddäus... In Island gibt es weder einen Freizeitpark noch eine Achterbahn. Aber dafür gibt's... Oder es gibt... Es gibt... In Island gibt's Geysire. Die sind cool. Ja, Geysire sind cool. Tschüss. Wenn man Papier theoretisch 42 mal falten könnte, entspräche seine Dicke der Entfernung von der Erde bis zum Mond. Oder der Dicke deiner Mutter. Oh! Oh! Aus einer Boeing 747 kann man ca. 6 Millionen Bierdosen machen. Ich sag doch, Bierfakten sind super. Bier, 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 Bier. So, das war's schon wieder mit den Fakten für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Natürlich auch über Kommentare von euch. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, lasst mir ein Abo da. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Sheesh.